Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung hier auf dem Kanal. Und zwar haben wir jetzt, oder habe ich jetzt die New Holland TS-Serie für euch aus dem Hause ARM bzw. dem ARM-Team. Und ja, das Ganze ist 14 MB groß, gibt es für alle Plattformen im Giants Mod Hub und ist in der Version 1 für euch zur Verfügung. Das Ganze ist Simple IC Ready, Simple IC. Könnt ihr da drin einbauen, dann steht noch in der Beschreibung drin, was alles an dem Fahrzeug hier eingestellt werden kann. Ihr seht erstmal so, wenn man das hier so rum macht, sieht so aus. Hier sieht so aus, ganz einfach, ne? Zweiradantrieb, Vierradantrieb ist immer was Unterschiedliches. Wir haben im Endeffekt erstmal 85.000 bei 4.3 im Leasing, 80 PS, 218 Diesel, 40 km/h. Wir können vorne Kotflügel machen. Beziehungsweise nur hintere Kotflügel, alle Kotflügel, keine Kotflügel. So steht es hier dran. Also wir haben sozusagen eine Erweiterung hier. Das habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Wir können die Scheiben normal oder getönt lassen. Wir können die TS90 mit 80 PS, das Ganze in der Fiat Agri Edition, auch 80 PS dann. Das Ganze gibt es noch mit 90 PS, mit 100 PS, mit 125 PS. Wir können Frontlader anbauen, wenn wir das wollen, und wir können halt mehrere Reifen wählen. Das heißt jetzt Radgewichte, Breitreifen, Breitrafengewichte, Zwillingsbereifung, Kommunal, bei der Zweiradvariante und das Ganze nochmal bei der Vierradvariante. Und da gibt es halt auch noch dazu eine Pflegebereifung. In dem Sinne, machen wir erstmal hier los. Ich habe jetzt mal hier jeweils eine Variante gekauft. Wir haben hier die TS90. Wenn wir jetzt hier ranschauen, ihr seht, was jetzt hier kommt, ne? Der Motor ist jetzt bloß hier unten, das ist modelliert. Anscheinend sieht zumindest so aus, das hier ist bloß eine Plane. Also das heißt, das ist überhaupt nicht schön. Klar, es wollen jetzt nicht alle unbedingt gleich alles modellieren, aber man könnte vielleicht, wir können da vielleicht mal ein bisschen hier drauf achten, was man hier so macht. New Holland TS90 steht hier, es ist auch ziemlich unscharf. Also nur schön, es ist was anderes. Ihr seht schon hier, wenn man das hier so sieht, wir haben Simple IC, wir haben vorne die Ford-Hydraulik, wir haben das New Holland Logo, wir haben die Kabine, Auspuff, Luftfilter und ja, die Heckhydraulik und alles mögliche. Wenn wir mal einsteigen und in den Innenraum schauen, Innenbereich schauen, sehen wir auch soweit, das passt alles. Wir haben einen Sitz, wir haben Spiegel, die übrigens funktionieren und in ihrer Form drin sind, das passt soweit. Wir haben hier oben ein Radio, das sieht alles nicht so sehr toll aus, ne? Wir haben eine Decke, das passt soweit. Und halt hier ein Beifahrersitz und so weiter. Machen wir Sound, falls ihr den diesmal hört. Ne, das hört sich soweit gut an. Das ist soweit. Passt soweit. Also würde ich jetzt nichts dagegen aussprechen wollen. Ist für so einen Traktor eigentlich okay. Und ihr seht auch, ich habe eine ziemliche Kunst, Verkehrsschilder durch die Gegend zu schmeißen. Denn ihr seht, erstmal das Gaspedal wird gedrückt. Das seht ihr auch im Innenbereich. Gaspedal wird gedrückt, dann eben dem sind auch die Bremse. Das sieht soweit gut aus. So, dann gehen wir erstmal noch, bevor wir in die Simple IC Geschichte einsteigen, gehen wir mal noch schnell in die Nacht und machen einmal Licht. Außen, das passt soweit. Rücklicht, ein Arbeitsscheinwerfer, beziehungsweise so, ne? Vorderer Arbeitsscheinwerfer. Im Innenbereich ist so, dann schon, wenn wir so haben, nichts beleuchtet, wenn wir anmachen, ist hier drin das Cockpit beleuchtet. Wir schauen jetzt natürlich nochmal schnell, Geschwindigkeit zeigt er auch an, digitale Anzeige, die passt auch ziemlich sehr perfekt, würde ich jetzt mal so behaupten. Genauso wie wir hier die Umdrehungen scheint das zu sein haben. Sieht zumindest so aus. Ja, wenn wir hier im Innenbereich dann noch Licht einmachen, passiert weiter nichts. Bis auf hier an der Seite. Hier an der Seite geht jedes Mal, beziehungsweise nicht jedes Mal, einmal gehen hier die Knöpfe an, das Licht. Ansonsten passiert im Innenraum nichts, was aber ja dann auch nicht schlimm ist.
Wir bleiben gleich mal im Dunkeln, weil im Dunkeln sieht man die ganzen Geschichten gut. Ihr seht, wir können die Türen öffnen mit Hilfe von SimpliC. Wir können die Heckscheibe öffnen, das geht alles ziemlich flott. Sonst ist im Innenraum, wie ich hier sehe, jetzt weiter nichts. Wir können, wie ich ja gerade noch was gesehen habe, das Ganze auch von außen machen. Also von außen auf und zu machen. Das passt soweit. Wir haben also sozusagen dann die drei Funktionen, die man alle hier machen kann, mit Hilfe von SimpliC. Die Türen und die Heckscheiben kann man aufmachen. Position 1 testen wir noch. Das reflektiert soweit. Blinker. Vorne und hinten noch ein bisschen komische Farbe, aber das passt auch soweit. Das reflektiert alles. Die Warnblinker reflektieren. Die Rundumleuchte reflektiert. Also sozusagen passt alles, würde ich das mal ganz schwer behaupten. So, jetzt machen wir mal noch schnelle Aufnahme. Und zwar nehmen wir mal den Randy Grubber. Kaufen den mal und haben es hier natürlich wunderbar in den Weg gestellt. Fahren einmal hier ran. Rückwärts, mal sehen, ob er den aufnehmen kann, sollte aber doch schaffen, dann machen wir mal Q. Er sinkt in die Knie, aber er nimmt das alles auf, die Dynamic Hoses sind verbaut. Wir kaufen mal noch ein Gewicht für vorne dran, dass er hier nicht allzu rumhängt, nenne ich es jetzt mal. Schau, er schwankt dann doch ziemlich doll, dafür ist er nicht ausgelegt. Das passt vorne auch, nimmt er auch sauber auf, ohne Probleme. Lok ist sauber, wenn ihr das hier so seht. Der lädt jetzt hier die ganzen Reifen und alles mögliche lädt er. Das passt also soweit. Und er geht ziemlich weit raus im Bild. Jetzt gucken wir nochmal schnell, wie das hier drüben mit der Textur aussieht. Ihr seht, hier drüben sieht es noch ein bisschen krasser aus. Das Fiat Agri kann man fast gar nicht lesen. Das sieht sehr, sehr unschön aus. Gerade auch der Motor hier, das ist diese einzelne Textur hier. Die Tönung der Scheiben ist okay. Ist nichts Besonderes, aber das ist soweit okay. Aber das hier sollte man schon noch extrem nachbessern, weil das wirklich nicht schön aussieht. Und auch dem Mod jetzt nicht unbedingt gut tut. Weil eigentlich ein schöner kleiner Schlepper, ein schöner kleiner New Holland, das sicherlich Anreiz bei einigen finden wird. In dem Sinn habt ihr die Bewertung in der Videobeschreibung verlinkt, beziehungsweise den Download-Link und die Bewertung ebenfalls. In dem Sinn bis zum nächsten Mal, lasst gerne einen Daumen da und ja, tschüss.